Mein Gott, was eine Absteige, ne? Wenn man überlegt, er hätte vorher das Haus gehabt und so eine tolle, glückliche Familie. Und dann auf einmal urplötzlich durch einen dummen Fehler, dass er nicht aufgepasst hat. Ich sag mal, ich möchte ihn jetzt natürlich nicht als Schuldigen darstellen, aber er ist weggelaufen und er hat versucht, ihn zu retten, noch vorm Auto, und hat dann nicht nur den Sohn verloren, sondern auch gleichzeitig sein ganzes Leben. Und das ist schon sehr krass. Okay, hier geht gar kein Licht. Nein, du sollst im Raum bleiben. Ich hab's auf der PS3 schon mal gespielt, aber es ist ewig her. Es ist wirklich ewig her. Also wie gesagt, 2000, glaub 2010 kam es, glaube ich, raus für die PS3, und ich glaube 2011 oder 12 habe ich es gespielt. Überleg mal, ja, mit 16. Also es ist schon ein paar Tage her, wo ich es gespielt. Es ist, ich weiß selber nicht mehr alles genau, wie es war. Ach, das war bestimmt der Geburtstag gewesen. Hey, hört auf umzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oh ja, Jason, sag mir, was du später werden willst. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuerwehrmann oder Astronaut? Ach, warte. Ich weiß. Ein Dinosaurierjäger. Ich werde Videospiele machen. Und ihr? Ist die schönste Mutter der Welt. Oh, Ethan, hör auf. Nicht filmen. Du weißt, ich mag das nicht. Egal. Filmen. Ich zeig dir, wie schnell ich renne. Ja, bin auch da. Ich renne auch echt schnell. Also, wie gesagt, es gibt sofort Leute, die werden jetzt sofort gebannt, sobald es jetzt hier Spoiler reinfliegen, weil dann werde ich das so machen, dass ich den Chat ausmache. Ganz simpel. Weil dann werde ich nämlich den Chat abschalten. Sollten hier Spoiler reinfliegen, wird der Chat sofort abgeschaltet. Und das geht ganz schnell. Ja? Und, weil sowas ist echt asozial. Na, sollte man sich mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, wie asozial sowas ist. Sowas hier reinzuposten. Ja. Wie wenig Grips man haben muss, dass man sowas einfach reinschreibt. Ja, ich weiß, wer der Killer ist. Ich schreib's einfach mal rein. Ich bin so klug. KLUK. Die schreiben das bestimmt auch so, solche Leute. Ja, es wird Zeit, dass er ins Bett kommt. Was war das hier? Warte mal. Nein, du sollst. Oh. Er soll doch nicht vor die Tür gehen. Geh wieder rein. Warum geht er jetzt nicht wieder rein? Es gibt so, wie gesagt, es gibt so gewisse Leute, die haben einfach kein Verständnis dafür, dass man das Spiel genießen möchte und alles. Und dass man andere das Spiel versauen muss, ist meiner Meinung nach asozial. Na? Komm, Kleiner. So, dann bringen wir ihn mal ins Bett. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gelesen, aber ich habe ihn sofort gebannt. Und bis dato habe ich es eh wieder vergessen, was er gesagt hat. Deswegen, es juckt mich auch nicht. Wie gesagt. Ich mache einfach den Chat auch aus, Dennis, einfach und fertig bei solchen Spielen. Also, das ist asozial, ganz ehrlich. Ne, wenn da einer, für die Leute auf YouTube, die sich jetzt fragen, was ist denn da los? Es meinte einer, hier rein zu spoilern im Chat, was hier los ist und wer hier quasi in Anführungsstrichen der Killer ist. Und, ja. Brauche ich nichts zu sagen. So. Dann würde ich sagen. Können wir ihn noch zudecken?
Aber herzlich gerne doch, wenn du es möchtest. So. Also gleich bannen. Ne? Also wie gesagt, wenn sowas ist, dann... Warte mal. Dann gleich bannen. Na, also sofort. Genau wie... Genau wie Beleidigung und sowas. Sofort raus. Was? Was muss ich mit denn jetzt? Träumt er vielleicht? Ja. Er hat eine Origami-Figur in der Hand. Okay, merkwürdig. Cranbay Corner North, okay. Sehr, sehr strange gerade. Erinnerung. Drücken Sie das Touchpad-Taste, um zum Steuerungsbildschirm zu klingeln. Also, okay. Dienstag, 0 Uhr 6. Klingelst du? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Mhm. Spielen also jetzt einen anderen Charakter? Okay. Und wir wollen zu Lauren Winter... Letzte Tür? Was hat er jetzt gesagt? Ich habe das vergessen. Oh Gott. Dritter Stock. Linke. Letzte Tür, linke Seite. Okay. Gerade meinen eigenen Stream nochmal geguckt. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Nein, nein. Ach, oh Gott. Ich hasse Quicktime Events. Hab ich das schon mal erwähnt? 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Kann ich irgendwas... Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Überzeugend, verständnisvoll, hartnäckig bleiben. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet?
Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Alles klar, Keks. Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an einem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht ihn schon? Nein! Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Okay. Ich habe nichts erfahren. Naja, es war ein Versuch. Ich lasse meine Karte auf dem Küchentisch. Man weiß ja nie. Genau. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Es bringt nichts, Sie zu drängen. Sie sagt mir nichts mehr. Ich muss hier weg. Ja, ich sollte mal verschwinden. Okay. Da lief doch gerade einer, ne? Lauren! Lauren, mach auf, Baby! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Was ist denn da los? Das hört sich nicht gut an. Ich glaube... Was willst du, Arschloch? Lauren,
Ist alles okay? Der geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten einschreiten. Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Mhm. Du auch. Ich reiß dir den Arsch auf. Nein, verdammt. Ich bin nicht so gut in Quicktime. Habe ich das schon mal erwähnt? Alter! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Nein, Falk! Nein! Aua, Alter! Hör auf damit! Lass das! Nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, nein! Oha, Alter! Guck mal da! Alter! Hör auf damit! Lass das! Lass das! Lass das! Lass das! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir sehen uns noch! Arschloch. Verzeih dich. Gott, hier ist das also aufregend, ja. Gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Mhm. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Keine Ursache. Steck ich so weg. Alter, mir brummt die Birne. Ich habe gut gemacht. Ich habe damals so verkackt. Erinnerung. Drücken und halten Sie die Anzeigentasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. Okay. Das mit dem Ladebildschirm hier, mit diesem Gucken und so. Ich weiß nicht mehr, woran mich das erinnert. Das gab es irgendwo auch schon mal mit diesen Gesichtern. Was war damals so cool? Dienstag, 8.05 Uhr. Warum zittert er denn so? Na toll, was ein tolles Wetter. Finde ich ja super. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Aber natürlich. Ja, natürlich. Klar. Okay. Sie können durch. Was ein mieses Wetter, ne? Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Noch ein paar Gedanken lesen. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Reporter? Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Hm. Wie
Audio-Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Kann ich mich gar nicht mehr dran entsinnen. Oh Gott, das ist schon so lange her.